Franziska Teuscher, 2010 hat die Stadt Bern als erste Schweizer Stadt eine Fachstelle und Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen eingeführt. Was hat damals zu diesem Entscheid geführt? Ich habe mir sagen, dass damals die Behindertenorganisationen auf die Stadt zugegangen und gesagt, wir brauchen eine Anlaufstelle, wo wir unsere Bedürfnisse deponieren können. Und wir wünschen uns, dass die Verwaltung insgesamt besser sensibilisiert ist auf die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung. Wenn die auf die 10 Jahre zurückschauen, was hat man erreicht und wo gibt es noch Handlungsbedarf? Die Fachstelle ist für die Verwaltung unverzichtbar. Wir haben viel erreicht im Bereich öffentlicher Verkehr, Bauen, Kultur, Kinderbetreuung und barrierefreie Kommunikation. Handlungsbedarf orte ich primär in der Personalpolitik, im Bildungsbereich und beim Wohnen. Ich werde mich sicher dafür einsetzen, dass unsere Kinder- und Jugendtreffs für alle zugänglich werden sein. Und wie geht es in Zukunft weiter? Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe und wird in Zukunft immer auch wieder gefordert sein. Wir machen jetzt eine Auslegeordnung, um zu schauen, welche Schwerpunkte die Stadt ab 2020 weiter bearbeiten soll. Und diese Auslegeordnung machen wir sicher aus Sicht der Verwaltung. Aber es ist auch wichtig, dass wir Behindertenorganisationen mit einbeziehen. Was wünscht dir der Fachstelle zum Geburtstag? Das Kulturzentrum Heidere Fahne hat einen wunderbaren Film gemacht zum 10-jährigen Jubiläum der Fachstelle. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute diesen Film schauen, denn der Film zeigt, wo wir hin wollen. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft, wo alle Menschen ihren Platz drinnen haben. Herzlichen Dank für das Interview. Ich bedanke mich bei der Fachstelle, bei euch als Fachstellenleiter für eure Arbeit und wünsche weiterhin viel Erfolg.